Kein. Der Ferry Sportsmann, der hier eben redet. Und am Schluss haben sie ja gleich eine beachtliche Karriere gemacht. Und alles angefangen eben nicht beim FC Luzern, sondern noch ein bisschen bei einem kleineren Verein, bei einem Dorfclub mit rund 350 aktiven Mitgliedern. Beim SC Nebücke. Einer der Brüder ist immer noch aktiv. Auch der Vater kickt, glaube ich, noch ein bisschen mit bei den Veteranen, wenn wir richtig informiert sind. Und weil eben auch der Fabian Lustenberger beim SC Nebücke angefangen hat, shooten, sind wir dort auf Spurensuche. Im Clubhaus, im Verein, in den Erinnerungen. Fabian Lustenberger ist beim SC Nebikon allgegenwärtig. Mit Abstand der erfolgreichste und bekannteste Spieler des Clubs. Und beim heutigen Präsidenten und einem ehemaligen Mitspieler immer wieder ein Thema. Der Fabio kennst du immer. Das ist immer einfach der Kleinste mit den blonden Locken. Den kennst du immer gerade. Der Junge mit den blonden Locken spielte, bis er 12 Jahre alt war, beim SC Nebikon. Und sorgte schon damals für Aufsehen. Ich mag mich an ein Match erinnern, vor allem. Das war gegen FC Dagmersellen, Nachbarsgemeinde. Wir haben 17-3 gewonnen. Er hat 8 oder 9 Goal selber geschossen, den Rest vorbereitet. Und das war toll für uns. Er hat uns alle besser gemacht. Wir hatten alle ein Erfolgserlebnis, das wir wahrscheinlich nicht so manchmal hätten, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Der Nebikon Junior schafft es via FC Luzern bis in die Bundesliga. Über 10 Jahre spielt Fabian Lustenberger in Deutschland und wird gar Captain bei Hertha Berlin. Ja, sehr viel mit viel Stolz. Ja, natürlich nachher, als er auf Berlin ist. Wo wir immer das Gefühl hatten, in der Schweiz fast ein bisschen zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Und eigentlich jetzt, als er zurück ist, wo man eigentlich sieht, was er geleistet hat. Und dass er dann natürlich auch die letzten Jahre alles in Berlin geleistet hat. Ja, als Nebiker, dort Captain sein in der Hauptstadt, das ist sicher. Ja, er füllt den mit Stolz. Stolz sind sie hier alle auf ihren Fabian. Das merkt man beim Besuch des Cupspiels der ersten Mannschaft gegen den Drittligisten SC Reiden am Samstagabend. Als Junior sei Fabian Lustenberger kaum zu bremsen gewesen. Spielte meist beim älteren Jahrgang, das Talent war früh erkennbar. Ja, das haben wir schon, gesehen. Ja, ja. Er hat natürlich alle ausgetrickst, hat seine Tricks schon drauf gehabt, ja. Und, es war natürlich immer ein Fröhlicher, er hatte das Lachen. Immer. Ja, da hat man gesehen, was er gut kommt. Er war immer da mit dem Fotos, mit dem Bau unterwegs. Er war immer am Shooter, auch wenn er nicht Training hatte. Shooter. Ja, das war immer schön. Er ist immer auf dem Bau los. Immer auf dem Bau los. Ist gleich, wo er war. Er ist immer in dem Bau nachgehört, wenn die grösseren Buben gespielt haben. Brüder, ist recht. Oder? Also, wenn er im Bau war, war er happy. In einem sind sich die Nebiker einig. Fabian Lustenberger wollte nicht einfach nur ein bisschen Fußball spielen, er hatte schon früh den nötigen Willen. Daran erinnert sich auch der ehemalige Juniorenobmann Urs Bucher. Er sagt, Fabian Lustenberger sei zwar der Kleinste, aber auch der Beste gewesen. Wie er Spiele gelesen hat, das war sein ganz grosser Plus. Er hat immer zum Voraus schon gewusst, was abläuft auf dem Platz, wo der Ball durchkommt, was der Gegner will und wo die Löcher aufgehen. Und dort hat er das optimal genutzt. Das war immer schön gewesen, zum Zuschauen. Auch als Captain der Young Boys wird Fabian Lustenberger immer noch von allen geschätzt. Er ist ein mega guter Captain. Ich finde es cool, dass er Captain wurde. Er ist ein mega guter Spieler und ich bin mega Fan von ihm. Ja, das ist natürlich speziell für so ein kleineres Dorf wie wir sind, dass wir so einen Star in Anführungs- und Schlusszeichen dürfen haben bei uns im Dorf. Wir sind natürlich schon stolz, dass wir so einen berühmten Fußballer haben, zu Nebücke. Und wir haben auch immer riesig Freude, wenn er wieder einmal auf den Schubplatz kommt. Immer willkommen. Und das Hünnrut, wenn man ihn sieht, auch noch. Ja, weil er ist jetzt irgendwie ein Star, oder? Und ich finde, ein toller Typ. Ob der Star des SC Nebikon jemals wieder auf diesem Platz spielen wird? Für den Verein ein großer Wunsch. Der Vertrag bei IB läuft noch bis 22. Plusoption. Plusoption. Also Rückkehr ins Luzerner Wickertal auf diesem Platz. Ja, nicht ausgeschlossen, aber erstmal nicht geplant, sagen wir es mal so. Wäre jetzt überhaupt ein Typ, der so ein bisschen plauschmäßig Fußball spielen könnte? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Ich glaube, der Fußball wird immer irgendwie ein Thema sein bei mir, immer irgendwie präsent sein. Und darum kann man das auch vorstellen, dass dann irgendeiner wirklich im Plauschbereich weitergehen könnte. Aber das ist noch ein bisschen
Es ist noch Zeit bis dann. Es ist noch weit weg, wenn Sie so die verehrenden Worte hören. Was geht da Ihnen vor? Ja, es ist schön zu hören. Ich kenne natürlich alle jetzt nicht mehr so regelmässig sehen, natürlich auch durch die Zeit in Berlin und alles. Aber ich kenne alle persönlich und es ist schön, so etwas zu hören von so Leuten, die man vor, ja, vor 25 Jahren das erste Mal Kontakt hatte, beziehungsweise immer zu tun hatte. Oder vor 20, 25 Jahren. Und, ja, es ist schön, dass man so eine. So eine, wie soll ich sagen, so eine, vielleicht auch so einen Status hat in einem kleinen Dorf in Nebike. Und ja, ich bin gerne wieder zu Nebike, ich bin gerne meine Eltern zu Besuch und bin gerne wieder im Sportplatz runter, wenn es Zeit zulässt, beziehungsweise wenn es irgendwie ja, etwas zu feiern geht oder irgendwie etwas ist im Sportclub. Wenn er